Hallo Freunde, ich melde mich heute nochmal zu Wort und ich bedanke mich sehr herzlich für die vielen netten Kommentare, die ich bekommen habe. Das baut schon auf, das hilft mir. Das hilft mir zum Durchhalten. Unter den Kommentaren war ein Kommentar von einem Matthias Thal. Und das war interessant, denn ich hatte im vorletzten Video die Demokratie kritisiert und die globalisierte freie Marktwirtschaft. Und dann sagt er, was ich denn wohl für eine Alternative hätte. Und das ist auch interessant, weil er auch meint, naja, seiner Meinung nach wäre die Marktwirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, hätte uns doch so viel gebracht und zum Erfolg geführt. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Und damit könnte ich auch gut leben, wenn ich glauben könnte, dass das so weitergehen kann. Kann es aber nicht. Und zwar deswegen nicht, weil es auf immerwährendes Wachstum gegründet ist. Und das ist einfach gegen die Naturgesetze. Es kann nämlich auf einem begrenzten Raum kein unendliches, immerwährendes Wachstum geben. Und unsere Erde, unser Globus ist ein begrenzter Raum und er ist bereits übernutzt und übervölkert. Und deswegen wird diese Wirtschaftsform aufgegeben werden müssen. Sie hatte ihre Zeit, aber diese Zeit ist abgelaufen. Nun fragt er mich, welche Alternative ich denn hätte. Und da kann ich dienlich sein. In meinem Buch Politische Analysen und Visionen mit 35 habe ich auch ein Konzept für einen idealen Staat angefügt. Vorne auf der zweiten Seite liest man Politische Analysen und Visionen mit 35, kritisch selbst kommentiert mit 65, ergänzend erläutert mit 73 und der ideale Staat. Und den idealen Staat, den findet man dann ab Seite 253. So, hier ist das Buch. Könnte sein, dass ihr seitenverkehrt seht, aber ihr wisst, worum es geht. Und das Buch könnt ihr bestellen, sowohl bei mir als auch direkt bei Katrin Bachiesel @gmx.de. Wieder seht ihr, ist leider seitenverkehrt, ich kann es nicht anders machen, aber ihr werdet es vielleicht schon mit Hilfe eines Spiegels wieder umkehren können. So. Ich will mich jetzt zu dem idealen Staat gar nicht weiter einlassen. Besser ist es, wenn ihr erst mal lest, was ich da zu Papier gebracht habe. Ich möchte sogar sagen, der ideale Staat, der Entwurf, das Konzept des idealen Staates als Ablösung dessen, was wir kennen, das ist eigentlich mein Vermächtnis. Es wäre gut, wenn sich kluge Köpfe damit beschäftigen würden und das vielleicht weiter ausbauen und für die Zukunft vertreten. Ich kann das nicht mehr, weil mir die Zeit wegläuft. Die Lebensuhr läuft ab, aber ich hinterlasse ein Konzept, was funktionieren kann. Es gibt jetzt sehr viel Engagement und Demonstrationen gegen die Klimaveränderung und alle diese Probleme, die wir haben. Und da müssen wir einfach an die Wurzel gehen und sagen, alle diese Probleme sind entstanden, weil wir von allem zu viel haben, weil wir zu viele Ressourcen verbrauchen und weil wir lauter sinnlose Sachen herstellen. Auch militärischer, auch Kriegsbedarf ist letzten Endes überflüssig. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten uns eigentlich auf dieser Welt auch in allem friedlich einigen. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf die Ukraine.
Ich komme über diesen seltsamen Ausspruch unseres Bundeskanzlers nicht hinweg, der gesagt hat, mit dem Geschichtsbuch in der Hand kann man keine Politik machen. Ich sage, ohne Geschichtswissen und ohne Rücksichtnahme auf die geschichtlichen gewachsenen Gegebenheiten kann man keine vernünftige Politik machen. Viel ist die Rede vom Angriffskrieg auf die Ukraine. Ja, die Russen haben sich dort ein Stück herausgeschnitten und sich einverleibt und annektiert. Aber das sind ja Russen, die dort leben. Die Ukraine ist ja kein einheitliches Gebilde. Eine ukrainische Nation in dem Sinn, wie man uns heute glauben machen möchte, hat es ja nicht gegeben. Und da muss ich doch fragen, diese Selbstständigkeit der Ukraine, die ist ja mit Verträgen unter irgendwelchen Politikern gemacht worden, ohne das Volk zu fragen. Diese Souveränität ist in den 90er Jahren erst entstanden. Und niemand redet darüber, was vorher war. Die ganze ich möchte sagen, die zurückgewonnene, für die Russen zurückgewonnene Küstenstreifen am Asowschen Meer und am Schwarzen Meer, das, was sie jetzt annektiert haben. Dort hat man ja eine Volksbefragung durchgeführt und keiner kann bestreiten, dass dort die Bevölkerung russischsprachlich ist, eigentlich Russen sind, die halt ohne gefragt zu werden unter ukrainischer Herrschaft standen. Und da frage ich doch, was man höher bewerten muss. Eine Volksbefragung sozusagen, das ist ja auch geltendes Völkerrecht und anerkanntes Völkerrecht, die Selbstbestimmung der Völker. Und niemand hat diese Leute dort gefragt, als die Verträge gemacht wurden in den 90er Jahren, wozu sie gehören wollen, ob sie Russen oder Ukrainer sein wollen. Und wenn wir sehen, wie die Ukrainer ihre künstlich neu erfundene Volkssprache, Nationalsprache durchsetzen, das ist auch eine Form von Gewalt. Und diese Nachrichten, die werden einfach so hingenommen, ohne dass man darüber nachdenkt. Kürzlich mussten wir hören, dass die Ukrainer alles Russische, die gesamte russische Kultur ausmerzen wollen. Sie haben überall in den Bibliotheken und Schulen die Bücher russischer Schriftsteller abgeholt in einen LKW-Verlagen, um sie als Altpapier dann zu verschrotten. Das heißt, das erinnert mich ja so an die symbolische Bücherverbrennung der Nationalsozialisten. Das wird verteufelt, aber die Ukrainer können das tun. Und noch was muss ich dazu sagen. Wenn man sagt, man könne nicht mit einem Geschichtsbuch in der Hand Politik machen, im Falle von Israel wird das ganz anders gesehen. Die Berechtigung des Staates Israels, die wird ja zurückgeführt auf biblische Ereignisse. Die machen Politik mit der Bibel, mit der Tora, und das ist ja die Bibel in der Hand. Also warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Nein, die geschichtlichen Sachverhalte und Gegebenheiten, die gewachsen sind über Jahrhunderte, die kann man nicht einfach ausblenden. Die Russen haben etwas zurückgewonnen, was ihnen eigentlich seit einigen Jahrhunderten gehört. So sehe ich das einfach. Und die Ukrainer sind nicht im Recht, wenn sie diese Gebiete beanspruchen, die ihnen nur durch irgendwelche internationalen Verträge in den 90er Jahren zugeschanzt worden sind. So, und noch etwas muss ich sagen. Ich möchte auch den Aufruf wiederholen, die Sarah Wagenknecht zu unterstützen. Das ist eine sehr vernünftige Frau, ist ganz egal, aus welchem Lager die stammt, was sie hier mit ihrem Aufruf bewirkt hat. Das ist durchaus überparteilich und jeder vernünftige Mensch muss das unterstützen. Man kann einen Brand nicht mit dem Benzin löschen, wie ich schon mal gesagt habe.
Und man kann einen Krieg auch nicht beenden, indem man ihn immer weiter mit Waffen nährt. Damit wäre ich heute schon mal am Ende angelangt. Ich empfehle noch einmal, das Buch zu kaufen und natürlich auch zu lesen und weiter zu empfehlen. Politische Analysen und Visionen mit 35. Das ist es hier. Und da findet ihr meine Gedanken zum idealen Staat. Denn eines ist klar, unser Wirtschaftsgefüge ist am Ende angelangt. Eigentlich schon mit der Corona-Pandemie am Ende gewesen. Wir wachsen schon gar nicht mehr weiter. Das sind ja nur ganz geringe Prozentsätze und das wird auch nur in Geld gerechnet und kommt gar nicht richtig zum Tragen, weil das einfach ein Ergebnis der Inflation ist. Wenn wir, dass unser Wachstum nach Produktionsausstoß berechnen würden, dann wäre die ganze Sache sowieso schon rückläufig. Also, wir brauchen auch den Staat und die Wirtschaftsform nicht zu bekämpfen. Ich rate das niemandem. Das führt nur ins Gefängnis und das hat überhaupt keinen Sinn. Wer erstmal da drin sitzt, für den interessiert sich kein Mensch mehr. Man braucht diese Formen nicht zu bekämpfen, ganz einfach deswegen, weil man nur abzuwarten braucht. Die erledigen sich von alleine. Und dieser Matthias Thal hat auch auf China hingewiesen und hat gemeint, die Chinesen wären so stark geworden mit dieser freien Marktwirtschaft. Das ist ja richtig, aber das ändert ja nichts daran, dass die freie Marktwirtschaft einfach am Ende ist. Und die Chinesen werden auch wieder umdenken müssen und sie werden auch ihre wirtschaftliche Macht nicht aufrechterhalten können, ganz einfach deswegen, weil sie sich desselben Wirtschaftsprinzips bedienen wie die Amerikaner. Und so wie die Amerikaner pleite machen werden, werden die Chinesen am Ende auch wieder umsteuern müssen. Und das können sie, weil sie immer noch von der kommunistischen Partei beherrscht sind, trotz Kapitalismus. Und wenn es nicht mehr zweckmäßig ist und nicht mehr läuft, dann können die auch leicht eine Kehrtwende machen. So, da bin ich mal für heute am Ende angefangen. Entschuldigung.